KBV2 ist unabhängig von KBV1. Das heißt, Teilnehmer, Eltern, Fachleute können auch mit KBV2 einsteigen und können dann KBV1 auch machen oder auch nicht. Also es ist ganz unabhängig. Und KBV2 heißt das Schulkind, ja, die Wackelzahnpubertät. Wie können wir Kinder gut begleiten, wenn sie in die Schule kommen? Also das heißt, das Modul ist geeignet für Eltern mit Kindern im Alter zwischen 5, 6 bis 11, 12. Also gerade diese KBV-Ausbildung, finde ich, könnte eine Grundlage für alle Eltern sein, weil ich es einfach wichtig finde, von klein auf ja, das kindliche Verhalten zu verstehen. Ich finde, das ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Irgendwie sind so viele Ansprüche, was Kinder schon wann können, müssen, sollen, wie auch immer. Und da sich mal ein bisschen zu entschleunigen und zu gucken, ja, was ist eigentlich, was ist eigentlich Kindheit und wie kann Kindheit auch aussehen. Man sagt ja auch, wenn die Zähne wackeln, wackelt die Seele. Und das wird ganz oft spürbar bei den Kindern, denn die gehen ja wieder raus in ein neues System, wo sie noch mal mehr auf sich gestellt sind, wo es darum geht, neue Freunde zu finden, wo es darum geht, auch ganz neue kognitive, soziale Erfahrungen zu machen. Sie lernen auf einmal zu antizipieren, lernen neue Bilder im Kopf für sich auch zu interpretieren. Also da passiert eine ganze Menge und sie sind sehr sensibel auf der Ich-Ebene. Und das gut zu begleiten mit Kommunikation, in Verbindung zu bleiben, ja, das ist nicht so einfach und kann sehr helfen, wenn wir da ein paar Informationen haben und auch ein paar Techniken haben, wie wir Kommunikation, Schlüssel für die Kommunikation zueinander finden. Ein großer Aha-Effekt war im Zusammenhang auch mit meinem großen Sohn, das Thema Hausaufgaben, was irgendwie immer eine große Herausforderung war, und da war ein unglaublich großer Aha-Effekt, wie sehr meine eigenen Ansprüche sich doch auch auf meinen Sohn übertragen haben, auch wenn ich immer gesagt habe, ich bin da eigentlich ganz locker. Dann doch zu merken, ein Stück weit Anspannung ist in mir und je mehr ich meine Anspannung reguliere, umso lockerer kann die ganze Hausaufgabensituation auch von der Bühne gehen. Das ist eine Grundausbildung, letztlich eine pädagogische Grundausbildung in bindungs- und beziehungsorientierter Pädagogik und eine Form von Familienbegleitung.